geile Weiber in Thailand im Fitnessstudio. Wieder eine geile Alte, die ist auch geil. Damit du nicht immer den siehst du das? Weil ich so lange Arme hab, Bro. Halli, hallo, meine Freunde, ich bin's wieder, der Johann. Zieh mir grad was an. Adiamigos! What's up, Papa Nizamicho? Aber wir sind am deutschen Kanal. Schau, wer da noch ist am Start. Oh. Maschinenberger. Die Pfeife und Johann sind Warte mal, ganz kurz. Das ist eine Überdosis, habe ich das Gefühl. Okay, es ist nicht schlecht, aber das kommt drauf an. Weil die Leute fragen uns immer, wie viel Salz nimmst du fürs Pre-Workout ein? Und dann sag halt ich so, hasse dich doch langsam ran. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie beim Alkohol trinken, Bro. Wenn du jetzt zum Food gehen gehst und gehst zum Feiern, gehst du dann hin und trinkst gleich 10 Bier und dann sagst du, wow, Bro, ich war so besoffen, Digga. 10 Bier hat mich ja voll zerfickt, ist ja voll scheiße. Aber derweil nimmst du mal ein Bier, trinkst und wirst voll nice und voll den geilen Mut, trinkst 2 Bier, merkst, oh, das ist auch noch gut. Trinkst 3 Bier, merkst, das ist zu viel. Selbe ist mit dem Salz. Fang doch mal an, nimm ein bisschen was und dann erhöhst nochmal, oder? Ja, das bringt ja. Warte, ich zeig euch jetzt kurz, wie die Scheiße eingenommen wird. Die Sache ist, desto weniger Carbs du hast, desto mehr Salz, die den Pump halten so ein bisschen. Hier haben wir jetzt quasi, das ist das Himalayan-Pink-Salz. Du kannst natürlich auch grünes, weißes, gelbes, oranges oder Regenbogenfarben-Salz nehmen, das ist mir scheißegal. Nein, es hat keinen besseren Effekt, dass du jetzt Himalayan-Pink-Salz nimmst, weil die anderen sagen, das ist Health-Benefits. Mir ist es egal, es geht hier um das Natrium oder das Sodium. Okay, so, ich nehme jetzt so viel schon. Das ist meine Menge. Jetzt kommt der Trick. Also pass auf, die Theorie ist quasi, du hast jetzt den Mund. Dann haltst du deinen Mund so nach unten, dann tust du ein bisschen Trinken rein und dann schwimmt es hier unten alles so unten rum. Und wenn du das dann schnell nach hinten kippst, so, dann schluckst du es einfach runter, ohne die Scheiße im Mund zu spüren. Verstehst du? Schau her, Sebastian. Ich hab's falsch gemacht. Das ist nicht schön. Aber ich schwör's dir, der war relativ gut. Oh shit, wir haben's nicht drauf, du musst nochmal machen. Bist du blöd oder was? Warte, bevor ich es jetzt nochmal mache, machst es du einfach. Verstehst du, was ich meine? Wir sind ja gleich dabei, oder Simon? Ja. Machst du dafür? Ich sag's dir, du bist wacher. Also, ohne Scheiß. Leute erzählen mir dann, dass sie kotzen mussten und was nicht alles. Und ich denke mir so, ja, du sollst ja auch keine Handvoll Salz dir in die Fresse hauen. Du sollst mal wirklich anfangen, schau. Einfach mal so viel. Ja. Einfach mal so viel. Ich meine, die meisten haben ja auch so viel Angst immer vor Salz und sowas. Weißt du, ich meine, da meinen sie, wenn irgendwie wässrig oder was. Ja, wässrig. Aber die Wahrheit ist, ich mach's halt, weil wir hier in Thailand sind. Es 800.000 Grad hat, schwitz wie ein Arschloch, Puls 300 hab und deswegen einfach immer Kühlung brauche und deswegen schwitze ich viel, deswegen trinke ich viel, deswegen brauche ich viel Salz. Die Wahrheit ist ja auch, wie ihr wisst, alle miteinander, habe ich ja auch immer dieses Problem mit den Krämpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade machen kann. Ja. Und lachen wir denn? Was machen wir jetzt? Hey, heute machen wir einen Ärmel. Ja, wir haben dünne Asteln. Und deswegen nehmen wir heute Arme. Also, jetzt habt ihr Pre-Workout Nummer 1 gesehen. Jetzt gehen wir noch schnell und hauen uns noch schnell einen Booster rein. Moment. Pump Surge. Yeah. Hier sind alle meine geheimen Supplements. Und Anabolika und sonstige Scheiße, die wo keiner sehen darf. Deswegen film da nicht rein, Simon. Schaut jetzt genau hin. Schau nicht so genau hin. Das ist auch einfach Produkt Nummer X, von dem wir keine Ahnung haben, was es ist. Das ist von der Marke, wo der Dingsbums gesponsert wird, der Mr. O. Ah. Dann haben wir uns vorher noch diese Low-Fat genommen. Das sind diese Cookies. Low-Fat und Low-Sugar. Ah! Alter, was schmeckt denn das so scheiße? Aber alles so scheiße schmeckt das gut. In der Regel. Ja, guter Effekt. Okay. So, ab ins Studio. Auf geht's. Adios, amigos. Nimmst du schon? Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Studio. Hier ist der Simon, der Sebastian. Und hier bin ich und ich habe die Harley von einem Kollegen, ist natürlich nicht meine, Bro. So, pass auf, so läuft es. Hier kommst du ins Training, musst erstmal Temperatur checken. Gesund, okay. Halt, stopp, du bist zu heiß. Pass auf, letztens bin ich in 7-Eleven gegangen, ja. Liebstes Ding bei 38 Grad. Was machen Sie? Ich denke mir so, okay, muss ich raus. Sie gehen hier und schalten es aus. Ja, einfach so, spinnt wieder, weißt du, was ich meine? So, oh, der hat kein Fieber, der spinnt wieder das Gerät. Kurze Erklärung, die da hinten mit dem Face Shield steht, die ist eigentlich
Teil ziemlich nicht schlecht aussehend, oder? Aber jetzt kommt schon, das ist Murde. Das ist Murde, Murde, sagen wir einfach, Murde. This is for my German YouTube, you know? Oh, yeah, yeah, yeah. You want to say something real quick? No, you want to say it before. Simon 47, right? Yeah, I'm 47. 47. Ich weiß jetzt nicht, wie es so im Bett ist, aber das interessiert mich auch nicht. Oder bin ich? Das ist nicht mein Fall, weißt du, ich meine. Ja. Very good, ne? Yeah. Oh mein Gott, so high, so high. So high. So high. Sag hübsch, hübsch. Komm gut ab. Aber pass auf, warte. Bist du noch da? Komm kurz mit, dann zeige ich dir noch kurz die Tochter, ihre Tochter, die, die wo jetzt da bei der Kaffeemaschine steht. Ja, wir können jetzt so nicht so reden, weil wir quasi über sie reden, aber sie versteht uns ja, aber wir reden jetzt einfach und, don't worry, no, we're just recording, it's German. But the good thing is that you don't understand. Wieder eine geile Alte, die ist auch geil. Aber nicht einfach so die Leute filmen, sondern wir müssen so tun, als wenn wir was reden. Und, klar können wir die Leute filmen. Wir müssen noch ein Video machen, wo wir einfach kurz alle, wie alle geile Weiber in Thailand im Fitnessstudio, was hier so viele geile Weiber gibt. Mom ist die krasse, das ist die 47 und das ist so die Anführerin für die ganzen Weiber-Klicke hier. Das Schlimme ist ja, wenn du da, egal wo du mit Thai du sechst, ab und zu haben die 50, so schnell aus die 20. Nein, das heißt, sie haben nie 20 schon aus die 40, sie sind eigentlich immer schon einmal jünger aus, immer. Sie sind einfach 35, aber schaut aus wie 23. Du kannst es nie wissen, du kannst nur an einzelnen Steine schauen. Ja, du musst Hento schauen und Mann, aber ich meine, er ist ja sowieso behindert, oder? Er war schon in Bali mit einer, die, wo er gemeint hat, der glaube ich, sie ist 23 oder irgend so. Weil er war 36 oder so. Ich habe einen Ausweis gefunden. Bei, oh mein Gott, er bin... Ich habe einen Ausweis gefunden, einen Personalausweis. Und scheiße, 36. Ja, leck mir Arsch. Und er schreibt mir so, Bro, ich bin hier jetzt in Bali mit der Alten und so. Und ich so, und ist geil, oder? Passt alles? Und er so, nein. Und dann hat sie ja noch bestohlen. Die war fertig. Jetzt haben sie ihm seine Kreditkarte und haben gestohlen. Ja, und dann haben sie mir meine Kreditkarte so gestohlen, dann haben sie im Facebook hat mir Kontakt geschrieben. Er hat meine Kreditkarte gefunden, dann sage ich, oh mein Gott, danke. Und in demselben Moment schreibt er mir, ich gib's dir zurück, aber nur wenn du mir 2000 Euro überweist. Das sage ich, oh, leck mich was. Dann habe ich gesagt, holst du einfach, hab's direkt sperren lassen. Aber das sind Storys, Alter. Aber normalerweise in Thailand fällt dir nichts, normalerweise stört dir keiner. So, ich mische jetzt hier meinen Magic Drink. Irgendwann möchte ich wissen, was da drin ist. Ich weiß nicht, was er brutal schmeckt. Da ist Essenz vom knusprigen Händen drin. Los geht's los. Okay, ja, top. Dann wir trainieren halt Arme jetzt hier. Am Warm-up ist halt immer irgendeine Übung und ich wollte ganz kurz einen ganz wichtigen Tipp erklären für Bizeps-Training, damit du nicht immer den Unterarm und so alles ganz viel mit dabei hast. Weil die Leute haben oft ein Problem, dass die SZ-Stangen verwenden und. So, wenn jetzt das mein Handgelenk ist, dann habe ich ja theoretisch, das ist meine neutrale Haltung. Dann habe ich so, das ist quasi komplett eingedreht. Und dann habe ich quasi noch so, das ist komplett ausgedreht. Ja? Jetzt, wenn ich die SZ-Stange nehme, dann bin ich nicht so, aber ich bin so. Siehst du, dann bin ich jetzt hier, wenn ich ganz anspanne, bin ich hier so. Aber wenn ich jetzt eine gerade Stange hätte, siehst du das? Das ist dieses kleine, aber feine Ding, dass du, sag ich mal, deswegen brauchst du beides. Du brauchst quasi die SZ-Stange, weil wenn du mit der anspannst, dann spannst du zwar an, aber du spannst halt hier an, so. Und wenn du jetzt hier innen anspannen willst, dann brauchst du eine gerade Stange, mit der du so richtig rein squeezt, wenn es Sinn ergibt für dich, verständlich, oder? Klingt das logisch? Was wir einfach machen, ist, dass wir versuchen, dass wir den Arm nicht hinternehmen, ich meine, das sind die Basics. Ja. Sondern das ist wie mit diesem Arnie-Bizeps-Blaster. Ja, der holt genau, der hält ja deine Arme hier so vorne, damit du dann hier curlst. Aber es gibt trotzdem, also ich meine, es gibt einen Curl, dass ich kann so curlen, ja? Kann ich ja auch. Oder ich kann das quasi hier vorne halten in der Spannung und dann, wenn ich hochbringe, habe ich quasi mehr Spannung, weil da quasi der Schwerpunkt immer noch nach vorne mich drückt, anstatt dass, wenn ich hier habe, ist quasi kein Schwerpunkt mehr da. Aber anyways, das war mir nur ganz kurz wichtig, dass ihr versteht, dass theoretisch ist die SZ-Stange scheiße. Weil mich immer Leute fragen, wie kriege ich die maximale Anspannung in meinem Bizeps, dann brauchst du eine gerade Stange. Oder du nimmst eine Kurzhantel, weil wenn du jetzt eine Kurzhantel nimmst, dann kannst du die hochbringen und dann drehst du sie ein. Dann kann ich quasi, ich kann ja Hammercurls machen. Ich kann ja theoretisch so curlen oder ich curl normal und curl das dann hier rein. Verstehst du, was ich meine? Und curl das dann hier so nach innen. Und dann drehe ich das ein, um quasi diese Drehbewegung auch mit reinzubekommen. Dreh es rein, dreh es raus quasi. Maximale Anspannung, maximale Dehnung. Weil wenn du so dehnst, wenn du dein Handgelenk so hast, ist zwar gute Dehnung, aber wenn du dein Handgelenk, schau wieder hier hin, siehst du das? Dann ist, wenn ich so habe, ist es ganz gedehnt. Wenn es so ist, ist es nicht ganz gedehnt. Verstehst du? Deswegen gehst du runter, drehst es hier so ein, ausgedreht und dann wieder eingedreht.
für einen riesen Bizeps, Bruder. Also ich meine, schau ja mal nicht uns zu, weil wir haben ja Scheißarme. Ich habe Scheißarme heute. Also ich habe wirklich keine guten Arme. Ich probiere wirklich hart, meine Arme zu verbessern, aber ich brauche halt mehr Trizeps. Das ist halt das, was mir fehlt am Trizeps. Weil ich so lange Arme habe, Bro. Ich habe so übelste Adlerarme. Pass auf, ich bin 1,82 groß, aber meine Flügelspannweite sind 196 cm. Jetzt kommst du. Wenn ihr zum Beispiel, ich meine, wo habt ihr Spannung auf dem Bizeps drauf? Weißt du, wenn ich hierher gehe, habe ich Spannung drauf, Spannung drauf, Spannung drauf, Spannung drauf. Hier ist relativ wenig Spannung. Also natürlich muss ich, der Joe gesagt hat, hier Ei dran, damit ich den maximalen Effekt habe. Aber wenn ihr ein Problem habt, ist diese maximale Spannungsamplitude einfach rauszufinden, dann könnt ihr es am Seil machen. Also dann könnt ihr es am Seil zu kriegen, weil da habt ihr permanent diese... Ja, warte, komm kurz mit, dann zeige ich noch kurz wieder zu erklären. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt am Seil bist und jetzt quasi hier so, jetzt habe ich ja hier wieder keine Spannung. Wenn das Seil 45 Grad zu meinem Arm ist, dann habe ich die meiste Spannung. Das bedeutet, wenn du jetzt curlst, dann tut es nicht so nach unten. Verstehst du? Weil wenn ich jetzt hier bin, jetzt habe ich ja hier wieder null Spannung auf diesem scheiß Kabel, verstehst? Jetzt, wenn ich aber zwei Schritte zurückgehe, jetzt habe ich hier, bin ich zwar in der Spannung, aber ich habe immer noch volle Spannung von dem Kabel. Deswegen kann man das Kabeltraining verwenden für seinen Vorteil, damit man den Schwerpunkt ändert. Beziehungsweise es sicher geht, dass du immer noch volle Spannung hast, auch wenn du in der Kontraktion drin bist. Oder halt immer hier. Und machst halt einfach Einzelarm-Curls. Das ist eine Übung, die ich sowieso übelst feiere. Also du machst Single-Arm so, dann kannst du hier mit deinem einen Fuß, kannst du dich so nach vorne drücken und dann kannst du das hier halt curlen, verstehst du? Und dann kannst du hier diese ganze Bewegung machen, rausgedreht und maximal eingedreht. Bro, ich weiß, der Training ist wirklich viel üben. Üben macht den Meister. Das ist wie der Simon, der momentan keine Ahnung von überhaupt hat, wer die scheiß Kamera hier verwenden soll. Und ich mir denke, üb, du scheiß Pisse, dann wird es schon. Es tut mir leid, ich habe eine sehr vulgäre Aussprache, ja, ich gebe es zu. Ich sag oft Scheiße, Fix, Scheißdreck und halt lauter so Schimpfwörter, aber ich meine es halt nicht so. Das ist halt nur mein Jargon. Meine Eltern, wenn sie jetzt hören würden, die würden mich wieder fragen, wo bist du denn wieder umgetrieben, mein Sohn? Der war wieder in Regensburg und ist in den Drogen versumpft. Nein, Spaß, natürlich nicht, ich nicht. Aber so einige Leute, die ich kenne, ja, die sind da in Regensburg versumpft. Tut mir leid für euch. Anyways, wir ballern jetzt hier noch ordentlich was raus für Beinarmtraining. Beintraining, ja. Magst du mal nochmal? Arme wie Beine brauchen wir, Bro. Arme wie fucking Beine. Ja, ist klar. Ja. Ah ja, was ich auch noch sagen will. Wegen Armtraining, wie oft die Arme trainiert. Ich meine, das könnt ihr natürlich auch immer auf die Proportionen, die ihr habt. Ich meine, wenn jetzt ich zum Beispiel noch. Ich meine, du trainierst immer Arm mit. Wenn du Brust trainierst, hast du Trizeps dabei. Du trainierst Rücken, hast indirekt auch einen Bizeps dabei. Wenn du dann aber außer starke Arme hast, vielleicht ein bisschen schwache Schultern hast und dann aber noch separat ein, zwei Mal in der Woche separat Arm trainierst, dann wird das Verhältnis nicht begünstigen, proportional. Ja, 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 ja. Das heißt, muss man einfach, ja. Stärken und Schwachstellen regulieren und halt schauen. Leute, übrigens, lasst uns bitte in den Kommentaren da, was ihr sehen wollt. Beispielsweise der Simon hinter der Kamera, der hat sich mal Anabolika geballert. Lüge! Nein, das ist keine Lüge. Der hat damals sogar extra mein Coaching gekauft, damit ich ihm Empfehlungen für Anabolika aussprechen kann. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht, so eine Scheiße mache ich nicht. Aber anyways, das wäre so eine Geschichte. Warum sollte man nichts nehmen oder warum sollte man was nehmen? Das, glaube ich, interessiert ziemlich viele Leute. Lasst uns wissen, was ihr sehen wollt in den Kommentaren. Und wir... Boah. Halleluja. Wir schauen jetzt, dass wir hier mal unsere Skinny-Arme ein bisschen aufpumpen. Und dann hoffe ich... Dann hoffe ich, dass ihr einen Spaß hattet beim Zuschauen, Männer. Und ja, wir fangen jetzt erst richtig an zum Trainieren, aber da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr fürs Video, weil sonst wird es zu lang. Deswegen lasst uns wissen, was ihr sehen wollt. Posing. Adios, amigos. Chicas, of course, Digga. Support, Bro. Wo bist du? Wo bist du? Sebastian? Wir sehen uns. Also, bis dann. Danke fürs Zuschauen.